Hey Kids, so cool, dass ihr heute im Heiligabend-Gottesdienst mit dabei seid. Wir freuen uns so sehr, euch zu sehen. Ihr seht nämlich richtig gut aus. Eli, du bist ja auch schon da. Aber Eli, du bist ja noch gar nicht richtig fertig. Aber nicht so schlimm, denn zum Glück geht es an Heiligabend ja nicht darum, was wir anhaben, sondern viel wichtiger ist, was an Weihnachten wirklich passiert ist. Eli, hast du die Weihnachtsgeschichte etwa wieder vergessen? Eli, aber nicht so schlimm, denn unsere Kids haben etwas ganz Besonderes vorbereitet und sie werden uns gleich erzählen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also Eli, pass gut auf. Na dann, Film ab! Weihnachten hat Julius Geburtstag. Also fängt er damit an, dass die sich kennenlernen und irgendwann, als Maria den Haushalt macht. Sie backt. Macht Plätzchen. Da kam der Engel zu Maria rein und sagt ihr, dass sie einen Sohn kriegt. Ein Engel ist gekommen. Einer. Der Engel ist weiß. Der leuchtet. Also hat ein weißes Kleid vielleicht und Flügel. Ganz große. Und weiße Haare. Und er sagt dann, Maria, du wirst schwanger sein und sollst das Kind Jesus nennen. Der Engel hat das gesagt. Was? Ich krieg ein Baby? Und dann war sie erstmal erschrocken. Wie sie dich gefühlt hat, wahrscheinlich einfach schockiert. Sie sagte, ich glaube das nicht. Und hat sich auch gedacht, so wie kann das gehen, weil sie war ja erst mit Josef zusammen und nicht verheiratet, deswegen. Maria war aufgeregt. Dann sagte sie, okay. Dann ist Maria zu Josef gegangen, ihrem Verlobten. Und sie hat ihm das dann erzählt. Ich bin schwanger, so mit deinem Retter. Das hat mir gerade so ein Engel erzählt. Der hat sich dann auch wahrscheinlich gedacht, dass das gar nicht sein kann. Josef hat sich komisch gefühlt. Dann hat, als Josef geschlafen hat und geträumt hat, dann ist auch ein Engel zu Josef gekommen. Und der hat ihm das erzählt, dass Maria ein Kind und gesagt, pass gut auf Maria und das Baby auf und sorge auch gut für sie. Und dann gab es eine Volkszählung. Und dann sind die umgezogen. Und dann mussten sie nach Bethlehem, weil der Kaiser wollte, dass alle Leute im Land zählen. Maria und Josef sind halt durch eine Wüste wahrscheinlich gewandert mit ihrem Esel und den ganzen Vorräten. Das hat halt schon sehr lange gedauert. Ohne ein Auto mit einem Kamel reitet. Weil sie konnte nicht gehen, weil ihr Baby gekommen. Anstrengend und für die war es wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Die haben sich müde gefühlt. Weil mit einem Baby und einem Esel ist das immer sehr schlecht. Maria und Josef haben ein freies Zimmer gesucht. Und in jedes Haus, die haben gefragt, da war alles voll. Dann das zweite Haus, dann auch nicht. Die haben dann immer wieder nein, 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 nein gesagt. Also kein Zimmer frei. Und das dritte Haus auch nicht. Nee, was denken Sie denn bitte? Alles ist ausgebucht. Ey, das geht doch gar nicht. Aber dann hatten sie einen Stall gefunden. Also der ist aus Holz, da ist Heu drin oder Tiere. Der ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass da Personen drin übernachten. In der Nacht ist Baby zur Welt gekommen. Und in der Futterkrippe liegt Jesus. Jesus. Dort ist Stroh drin und sieht aus wie ein Kreuz. Warum ist ein Bett im Stall? Maria und Josef haben sich gefreut, dass Jesus Kind da ist. In den Stall waren ganz viele Tiere. Esel. Ein Schaf. Und ein Schweinchen. Und eine Katze. Ach, ein Ziegel. Ich mag Katzen. Du auch. Alle Tiere. Bäume.
Also ich finde es eigentlich ganz cool, als die Engel zu den Hirten gekommen sind. Die Hirten haben auf ihre Schafe aufgepasst. Dann haben die auch Feuer gemacht. Und auf einmal ist halt ein helles Licht gekommen. Dann, das waren halt sozusagen die Engel. Tausend. Die haben gesungen, dass Jesus geboren ist. Dass ein König geboren ist. In Bethlehem. Mhm. Dass er Gottes Sohn ist und dass sie kommen sollen. Sie sind losgelaufen. Wir hätten den gehabt. Und dann ist ein Pfarrer ihnen gefolgt. Ein Stern hat denen den Weg gezeigt. Dann sind sie zum Stall gegangen. Und als die Hirten dann da waren bei Jesus, dort haben sie Josef und Maria Tiere und Jesus in der Futterkrippe gesehen. Hallo Jesus. Hallo Jesus. Und sie waren, glaube ich, auch erstaunt, dass es wirklich wahr war. Haben sich auch wahrscheinlich sehr gefreut, dass sich der Weg auch gelohnt hat. Der König ist geboren. Das Kind von Gott. Josef und Maria waren glücklich. Das Ende der Geschichte ist ein Happy End. Dum, bum, bum, bum.